Wieder einen Riesenapplaus für Theresa Reichel! Ja, beruhigt euch, ich habe noch gar nichts gemacht. Servus! Grüß euch. Genau, ich habe Germanistik studiert, das ist Fremdsprache, und ich war so ein bisschen überrascht, weil ich habe es auf Lehramt studiert und habe gedacht, da lernt man dann was über Kinder. Aber das haben wir nicht gemacht. Wir haben einfach viel gelesen. Im Germanistikstudium muss man sehr viel lesen. Wir lesen vor allem Gedichte. Weil Deutschland ist das Land der Dichter und Denker. Ich weiß nicht, ob das angekommen ist bis hier oben. Und diese Gedichte... Okay, Entschuldigung. Bayern hat das schwerste Abi Deutschlands. Diskussion beendet. Also... die Themen sind aber relativ langweilig, weil eben sehr viele Männer, also die Gedichte sind meistens von Männern, weil man hat super spät erst rausgefunden, dass Frauen auch schreiben können, wenn sie mir jemand beibringt vorher. Es ist natürlich ein Fehler, das kann passieren, so das checke ich schon, das verstehe, das ist alles fein und deshalb ist es sehr monothematisch, es geht eben meistens um Frauen, weil wir sind ein Mysterium. Checke ich auch, alles fein, aber ich habe mir so die Gedichte ein bisschen angeschaut und habe gedacht, das kann ich auch. Und wir starten einfach so ganz vorn in der deutschen Literaturgeschichte im 13. Jahrhundert, im Mittelalter. Das jetzt, ihr merkt, das ist der Bildungsteil des Abends. Ich kann nicht aus meiner Haut. Im Mittelalter, im 13. Jahrhundert, ist Männern irgendwann aufgefallen, oh! Frauen! Die machen Fehler. Jemand muss ihnen das sagen. Und dann haben Männer angefangen, Mähren zu schreiben. Mähren sind Moralgeschichten in Versform. Sehr schön. Und es gibt zum Beispiel das Mähre von der eingemauerten Ehefrau. Ich wünsche, es wäre ein Joke, echt. Die Story ist, dass eine Ehefrau ihrem Mann widerspricht. Und er ist aber Pädagoge, also er schlägt sie halt dafür. Und er tut, was er kann. Und sie widerspricht... Sie widerspricht einfach weiter und dann hat er halt keine Wahl und mauert sie ein in ihrem eigenen Haus. Und kurz bevor diese Frau in diesem Kabuff elendig verreckt, einfach fährt der Heilige Geist in sie und sie entschuldigt sich und dann wird sie Lehrerin für alle Frauen im Dorf und heilig gesprochen. Das ist die Moral. Ich habe ein Märe geschrieben, das heißt der eingepflanzte Ehemann. Und es geht so. Der Mann verhält sich unterwertig. Ist zu früh mit dem Kochen fertig, ich verstecke den Pfarrer schnell im Schrank. Ich weiß nicht genau warum, aber alle Frauen in Mittelaltergeschichten haben Affären mit dem Pfarrer. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, so ist ein Mittelalter-Joke. Ist nur, okay. Schlag zu, man zuckt, na Gott sei Dank. Ich spreche Mann, wo ist meine Mahl? Er führt mich keusch nach nebenan und präsentiert mir, welche Schmach, einen Teller mit Salat. Kerl, sag ich, du weißt sehr wohl, dass ich dich grün und blau versohle. Wie kannst du es wagen? Bist du besessen? Niemals würde ich Grünzeug essen. Sag mir doch, wie kann es sein, dass du nicht lernst, ein Koch zu sein, obwohl ich dich doch alle Tage nach dem Essen gründlich schlage, hä? So sollst du nun, damit du es lernst, und glaub mir, Mann, ich meine es ernst, der letzte Weg, dich zu bekehren, sollst selber zum Gemüse werden. So grab ich ihn im Garten ein. Der Pfarrer hilft mir gern dabei. Dein geliebtes Beet und du darin, die Erde reicht dir bis zum Kinn. Doch es kommt der Tag, ich trete nah, sag Kerl, ist dein Talent jetzt da? Willst du gut kochen, will ich dich retten, ansonsten bleibst du wohl hier stecken. Sacht, gebe ich dem Kopf einen Schubs. Oh, der Mann ist tot. Ja, ups. Moral, Obacht, so lerne Mensch, der dies gelesen, Gemüse ist sein Tod gewesen. Und wir machen jetzt einfach, wir gehen einfach weiter im Zeitstrahl, wir sind jetzt im Barock. Barock war 1600 bis 1700 und der hotteste Shit in der barocken Lyrik war das italienische Sonett aus zwei Gründen. Erstens, es war aus Italien. Woo, sexy. Zweitens, es hat unendlich viele Regeln und alle Deutschen so, ja! Wir lieben Regeln, so toll. Und Sonette gibt es super viel über, die heißen immer An eine Jungfrau, weil die Dichter einfach geschrieben haben über Mädels, die an ihnen vorbeigelaufen sind. Und ich bin vorhin im Foyer gesessen und dann ist Klaus vorbeigelaufen. Und deshalb heißt mein Sonett An einen Jüngling.
Und man muss für Sonette immer so ein bisschen Anlauf nehmen und die Hand, lasst euch nicht irritieren, das ist von der Deutschen Barockgesellschaft festgelegt. Sonst slidet man nicht so gut in den Alexandriner. Obacht. He da. Sieh an, mein wunderhübsch Geselle. Die Lust kocht schon in mir, da ich dich sehe. Mein Unterkleid ist feucht schon wie die See. Und auch in deinem sehe ich eine Delle. Welch frühlingsklare Nacht, der Mond scheint helle und du scheinst ganz allein auf deinem Weg. Du willst doch, dass sich jemand zu dir legt. Du weinst kaum, als ich deine Lenden pelle. Ich weiß auch nicht, was es heißt. Hat sich gereimt, lass mich in Ruhe. Du Hexer! Das ist wichtig im Gedicht, ist immer das Gegenüber schuld, niemand selber. Lyrikregel. Du Hexer, dass ich immer an dich denk, lässt Sünde schließlich süß und fein mir werden und endlich mach ich meiner Pein ein End. Ich seh die Unschuld dir im Blick verderben. Ich hüt sie mir als Jüngling dein Geschenk, solange bis wir eh bald alle sterben. Das war der Barock und wir gehen einfach. Okay. Nee. Sagt ein bisschen was über euer Bildungsniveau, hast, dass ihr nicht wisst, wie lange ein Sonett ist, aber macht nichts. Wir sind jetzt im Biedermeier. Biedermeier war 1825 und da war politisch einiges los in Deutschland, deshalb hat sich die Literatur in Deutschland in zwei Teile geteilt. Einmal der sehr, sehr kleine Teil, der so war, wuhu, Politik, geil. Und dann gab es den Großteil der Leute und der war so, und wenn wir spazieren gingen, das ist der Biedermeier. Deswegen gibt es sehr viele Dichter, die Gedichte über Spazierengehen geschrieben haben. Und die Gedichte heißen auch verlässlich so, wie die Girls, mit denen der Dichter spazieren war. Okay? Und Eduard Mörike zum Beispiel hat Gedichte an Elise, an Luise, an eine andere Luise, ich habe gegoogelt. An die Sängerin, an die Geliebte, an Clara, an Klärchen, an drei verschiedene Eberhards, aber nicht an seine Frau. Bisschen stressig, wenn man mich fragt. Macht aber nichts, ich habe das übernommen. Ich habe ein Gedicht geschrieben an den Ehemann. Es ist ein Naturgedicht und es ist sehr schön. Ich möchte euch nur vorwarnen. Sieh die Blumen blühen, die Sonne im Hellblau. Zu früh die Morgenstunde, an den Blättern hängt noch Tau. So gehe ich mit dir, mein Gatte, durch die Felder, durch die Wiesen und lasse die Gedanken wie das Bächlein stetig fließen. Liebster, lass dir das Gesicht von der Morgensonne erwärmen, während nebenan die Huren deinen achten Sohn gebären. Triffst du andere Männer, pflegst du mich liebevoll zu necken. Mein Kragen und die langen Ärmel kaschieren meine blauen Flecken. Sieh der Rosen Eifersucht, sieh der Feigen Ruhm. Du hältst mich fest im Arm, denn ja, ich bin dein Eigentum. Auf dem Weg begegnen mir noch drei deiner Geliebten. Doch das ist in Ordnung so, denn dem Manne kann man nichts verbieten. Süß, gell? Ah. Ich liebe einfach nette Sachen schreiben. Finde ich ganz toll. Und jetzt haben wir eigentlich schon in der Gegenwart, und dann habe ich kurz überlegt, was es in der Gegenwart so für Dichter gibt. Mir ist spontan tatsächlich niemand eingefallen. Und dann habe ich einen schweren Fehler gemacht und gegoogelt. Das war nicht gut. Ich habe herausgefunden, dass Leute denken, Andreas Burani ist ein Dichter. Schwierig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, so diese ganzen Boys, das ist jetzt alles nicht so super, Mai Musik, aber das sind ja junge Männer. So, die sind ja jung. Die sind doch bestimmt woke und feministisch und keine Wichser. Zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Und dann habe ich den zweiten Fehler gemacht und die Texte gelesen. Und zum Beispiel hat Tim Bensko ein Werk, das heißt Bei dir sein. Und da sagt er, ich will mit dir zu zweit alleine sein. Wir schließen uns in deiner Wohnung ein. Zwischen uns darf nicht mal Platz zum Atmen sein. Das Salz auf deiner Haut ist meine Wirklichkeit. Du darfst jetzt nicht verlegen sein. Tim. Darf ich Tim sagen? Tim. Nee. Du schließt mich nicht in meiner Wohnung ein, weil du hast keinen Schlüssel. Ich hätte gern, dass die Wirklichkeit deine Wirklichkeit ist. Ich hätte gern Platz zum Atmen. Ich hätte gern, dass du mich nicht an Stellen legst, wo es salzig ist. Und wenn ich verlegen sein will, dann hältst du dein Maul. Cool. Nur, dass man das... Ja. Ist so schön. So schön, ich kann diese Gedichte vorlesen, wo ich will. An der Stelle, wo ich sage, Tim Bensko soll sein Maul halten, kriege ich immer Zwischenapplaus.
Ja. Ich werde jetzt nicht singen, weil das können einfach andere Leute viel besser als ich. Ich habe aber noch ein Werk in dem Stil geschrieben und Obacht, es ist modern, deshalb musste ich sehr viele englische Wörter benutzen. Aber ihr seid alle Bildungsbürgertum, wir kriegen das hin. Boy, du bist so sweet. Ich bin sicher, dass es nicht am Rausch liegt. Deine Wangenknochen sind on fleek. Dein Bart ist mega flauschig. Das ist der beste Reim, den ich jemals geschrieben habe in meinem ganzen Leben. Hab dich auf Insta ausgecheckt. Dein Body ist vom Feinsten. Und laut deinem Auto kannst du dich mich als Frau auch leisten. Sweet Baby Jesus! Du bist der Inhalt meiner Träume mit deinen roten Sneakern und deiner ganz natürlichen Bräune. Dein Mund sieht aus wie vom Chirurg. Aus deinen Augen glitzert Liebe. Für dich halte ich alle meine Tage fair, verschieb all meine Termine. Ich schwöre, ich hab mich schockverliebt, nicht nur auf dem Schlauch. Komm in meine Wohnung, mach mir ein Kind in meinen Bauch. Ja, das war das. Ja, und dann war ich fertig mit den Gedichten und dann habe ich das alles ganz cool gefunden und dann habe ich mir gedacht, oh Theresa, du hast jetzt einfach vom 13. Jahrhundert bis jetzt den gleichen Witz gemacht. Das ist ein bisschen faul, aber es wird auch immer noch witzig einfach. Also es ist vom 13. Jahrhundert bis jetzt genau gleich witzig, wenn man kurz über Männer spricht, wie über Frauen gesprochen wird einfach. Und deswegen habe ich nur einen ganz kleinen Vierzeiler, den ich nachher im Foyer auch ausfrage, also das ist jetzt klausurrelevant. Der ist zum Auswendiglernen, das ist ja ganz kurz. Wir schaffen das miteinander und der geht so. Wieso sind das, was ich hier tue, witzige Gedichte? Und andersrum sagt man dazu Literaturgeschichte. Dankeschön. Applaus.